Heideggers Hauptschrift Sein und Zeit in drei Schritten erklärt. Also der erste Schritt betrifft die Überschrift. Sein und Zeit, das ist natürlich eine Überschrift, die unübertroffen ist, also als Überschrift eines philosophischen Werkes. Denn bei Kant die Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft, das sind auch schöne Titel, aber die gehen nicht so tief wie dieser Titel von Heidegger. Sein und Zeit, darum geht es ja. Und Heidegger fragt in diesem Hauptwerk nach dem Sinn von Sein. Und er gibt die Antwort jetzt nicht in dem Sinn einer klaren Definition, sondern er gibt die Antwort, der Sinn von Sein ist die Zeit. Und das muss man so lesen. Die Zeit, das ist die Vergänglichkeit. Also das Sein ist etwas, was zu tun hat auch mit der Vergänglichkeit oder in erster Linie mit der Vergänglichkeit, mit der Endlichkeit. Sein und Zeit. Das bedeutet, dass der Tod eine wichtige Komponente ist. Die Endlichkeit. Darum geht es Heidegger. Also er sagt, dass man diesen Punkt bisher in der Philosophie viel zu wenig beachtet hat, nämlich die Sterblichkeit. Mitunter bezeichnet er ja die Menschen wie die alten Griechen als die Sterblichen. Denn aus dieser Sterblichkeit, aus diesem Punkt, aus dem Bewusstsein der Sterblichkeit, das ist der springende Punkt. Und dieser Punkt ist wichtiger als zum Beispiel irgendwelche Kategorien, Ideen oder Werte. Alle diese Dinge sind nach Heidegger nicht von Ewigkeit. Sie sind zeitlich. Also nichts ist da für die Ewigkeit, könnte man sagen. Und aus der Endlichkeit, aus dem Bewusstsein der Endlichkeit entspringt erst die Kultur. Das ist ein sehr wesentlicher Punkt. Also es ist nicht so, dass der Mensch erst denkt und gewisse Kategorien hat der Kausalität oder Raum und Zeit als Anschauungsform, so wie bei Kant, als reine Anschauungsform, sondern es ist umgekehrt. Der erste Punkt ist die Endlichkeit und daraus entspringen die Anschauungsformen und alles andere. Also indem jetzt dieses Sein diese Zeitlichkeit hat, wird ja die Spanne zwischen Geburt und Tod unendlich aufgeladen, weil da spielt sich nun alles ab in dieser Phase. Und da ist auch die Bewährung jedes Einzelnen, die ist in diesem Bereich, dass man auf die Welt kommt, dafür kann man erstmal gar nichts. Heidegger nennt das Geworfensein, man ist in die Welt geworfen. Und dann ist man in der Welt. Deswegen seine Kategorie in der Welt sein. Das ist also auch eine relativ neue Kategorie. Die gab es in der Philosophiegeschichte vorher in diesem Ausmaß nicht, wie sie für Heidegger wichtig wird. Also man ist in dieser Welt. Und jetzt kommt es darauf an, was man daraus macht. Das ist jetzt der zweite Punkt, auf den ich eingehen will, oder der zweite Schritt. Denn der Mensch hat jetzt im Prinzip zwei Möglichkeiten, mit dieser Geworfenheit der Existenz, wie Heidegger sagt, umzugehen. Er kann ein Leben wählen in der Eigentlichkeit, wie Heidegger sagt, oder ein uneigentliches Leben. Ich will mal erst sagen, was ein uneigentliches Leben wäre. Das ist eigentlich ein Leben, in dem man fortlaufend verdrängt, dass man endlich ist. In dem man fortlaufend
versucht, sich abzulenken von dieser Tatsache. Es wäre also ein Leben, wie Heidegger sagt, im Mann und im Gerede. Also sein berühmtestes Beispiel ist eigentlich, wenn gerade was jetzt den Tod betrifft, da sagt eben die Stimme des Mann, also der Konventionen, ja, Mann stirbt, aber ich im Prinzip nicht. Also ich sterbe im Prinzip nicht, sondern Mann stirbt. Also man versucht diesen Tod so irgendwie in etwas hinzustellen, was einem im Prinzip gar nicht so sehr betrifft. Und auch das Gerede, in dem also fortlaufend geredet wird und fortlaufend alles zerredet wird und über alles Mögliche Konversationen geführt werden, das könnte auch dazu führen, dass man eben ein Leben in der Uneigentlichkeit führt. Also man muss vielleicht hinzufügen, dass Heidegger jetzt nicht sagt, man soll nicht in diesen Konventionen leben und in der Alltäglichkeit, das ist für ihn auch ein wichtiger Begriff, die Alltäglichkeit. Das wird jetzt hier nicht geradezu negativ gesehen, sondern nur, wenn man eben voll und ganz in dieser Alltäglichkeit und in diesem Gerede und diesem Denken des Mann in den Konventionen verbleibt, dann lebt man eben dieses uneigentliche Leben. Aber jetzt sagt Heidegger, es gibt so etwas auch wie ein Ruf des Gewissens. Also jetzt kommt der Begriff des Gewissens ins Spiel, der nichts zu tun hat mit irgendwelchen christlichen Erwägungen, sondern der Begriff des Gewissens bedeutet hier, dass in uns etwas ist, das uns sagt, ja, das kann es nicht alles sein, dieses Leben in den Konventionen, dieses Konsumieren und dieses Gerede und dieses Mann und so weiter. Und Mann sagt, irgendetwas ist in jedem von uns, wo wir sagen, das kann es nicht sein, das ist irgendwie uneigentlich. Und das ist der Ruf des Gewissens hin in die Eigentlichkeit. Jetzt kommen wir zu diesem Begriff der Eigentlichkeit. Ja, und dieses eigentliche Leben, das wäre jetzt etwas, wo man eben dieses Todesbewusstsein nicht verdrängt, sondern es berücksichtigt. Nicht in dem Sinn, dass man jetzt von morgens bis abends an den Tod denkt, so nicht. Aber doch so, dass diesem Faktum, dass man eben endlich ist, dass es eben nicht immer so weitergeht, dass man diesem Faktum irgendwie gerechter wird. Das bezeichnet Heidegger jetzt erst einmal ganz allgemein unter dem eigentlichen Leben, unter der Eigentlichkeit. Ja, kommen wir zum dritten Punkt. Was hat Heidegger da jetzt neu gefunden? Nun, er hat eigentlich im Prinzip eine Philosophie gefunden, die auf völlig anderen Begrifflichkeiten, wie man es zuvor gewohnt war, beruht. Also da kommt dann plötzlich hinein, wenn man zum Beispiel also als existenzial, wie Heidegger sagt, die solche Begriffe wie Befindlichkeit, ja, oder das Verstehen und vor allen Dingen eben die Stimmung, das ist auch so ein Begriff, mit dem er arbeitet. Der Mensch ist also gestimmt. Wobei das jetzt nicht so direkt psychologisch gemeint ist, sondern es gibt so Grundstimmungen und da ist es vor allen Dingen eben auch die Grundstimmung der Angst, die, selbst wenn man sie nicht verspürt, unmittelbar doch so eine existenzielle Grundstimmung ist, denn man kommt ja da nicht raus aus dieser Vergänglichkeit und aus diesem Bewusstsein der Endlichkeit. Und selbst wenn man es laufend verdrängt, gibt es so eine Grundstimmung der Angst, was jetzt Heidegger auch nicht auf keinen Fall als schlecht empfindet, sondern die es eben als sozusagen als Möglichkeit über die Angst jetzt in die Eigentlichkeit hineinzuwachsen. Und diese Eigentlichkeit, die würde also, da würde es einem gewahr werden,
was der Mensch ist, nämlich ein Sein zum Tode. Und das ragt dann eben in diese Alltäglichkeit hinein. Und dann kommen eben bei dem Heidegger aus Sein und Zeit auch solche Begriffe wie existenzieller Entwurf oder Entschluss zum Tragen, dass man also, wenn man sich in dieser Eigentlichkeit auffällt, nun eben die Oberflächlichkeit des Lebens durchbricht und in der Lage ist, also wirklich zu Entschlüssen zu kommen. Also Entschlüsse, die sozusagen auch etwas zu tun haben mit der Existenz, mit der eigenen Existenz. Also da geht es jetzt nicht darum, einen Entschluss zu fassen, ob man im Sommer in Urlaub fährt, in die Alpen oder ans Meer. Das wäre jetzt kein existenzieller Entschluss. Sondern sich dafür entschließt, etwas Sinnvolles aus seinem Leben zu machen. Darum geht es jetzt. Ja, und das muss ja Heidegger zunächst einmal in diesem allgemeinen Rahmen umschreiben. Ja, weil er kann ja jetzt nicht als Philosoph sagen, und dieses sinnvolle Leben oder dieser Entschluss, den du da fasst, der muss dann so und so aussehen. Nein, das ist ja dann eher so, dass der Mensch da zurückgeworfen ist, schon dann eben auf sich, nämlich sich selber zu wählen, wie es so schön auch heißt, in der existenzialistischen Terminologie. Man wählt sich selber und man wählt das, was man dann aus sich macht. Und das sind solche existenzielle Entschlüsse, die dann als Weg aufgezeigt werden aus dieser Uneigentlichkeit, aus dem Gerede, aus der Neugier, aus der Zweideutigkeit, aus dem Verfallen, wie Heidegger aussagt, und aus der Geworfenheit, dass man sich da irgendwie herauswindet in eine neuere oder schönere Dimension des Lebens.